Das ist wichtig. Ich habe verschiedene Ansagen. Nochmal der Hinweis bei der Demonstration auf die hohen Stangen, achten, dass die nicht an die Oberleitung kommen. Nochmal der Hinweis auf die Veranstaltung am Samstag. Der Appell von Klaus Gebhardt, unseren Protest wieder zu verbreitern, Leute hinzuzugewinnen, das wäre am Samstag eine gute Möglichkeit. Es ist viel Prominenz da, die am Schlossplatz sprechen wird. Heinrich Steinfest, dieser wunderbare Buchautor, Joe Bauer, viele von Ihnen kennen ihn. Und der Kabarettist Arnulf Rating Eisenhardt von Löper wird die Veranstaltung moderieren und das dritte Bürgerbegehren erläutern, wie es heute Abend schon ansatzweise geschehen ist. Ich habe vergessen, übrigens die Fahrraddemo zu begrüßen. Die sind schon länger da, aber sie können dann wieder mit der Demonstration fahren. Dankeschön. Dann angesichts dieser unsäglichen Baumfällung, das Blockadefrühstück am Dienstag 7.30 Uhr zum Schutz des Rosensteinparks wird sich hier treffen, morgen um 7.30 Uhr. Wenn sich jemand über Einzelheiten informieren will, unter der Adresse voralarm@unser-park.de. Nochmal, voralarm@unser-park.de. Ich hoffe auf rege Beteiligung. Dann soll ich noch auf die Veranstaltung hinweisen. Wir sind die Energiewende. Stadtwerke und Bürger als Alternative zu Energieriesen. Freitag, 18. Oktober um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum West. Webelstraße 22, Eintritt ist frei. Auch so eine Belastung für die Stuttgarter Bürgerschaft im Kampf um die Wiedererringung der Hoheit über die Stadtwerke. So, die Demonstration geht jetzt hier die Mittagsstraße hoch und dort findet dann auch der Schwabenstreich statt. Die Trommler werden ihn anzählen, anschließend durch den Park zum Schloss. Dort wird dann ein offenes Mikrofon sein. Bis dahin ist dann die Veranstaltung beendet. Ich wünsche einen guten Weg, nicht nach Hause, sondern zuerst auf diese Demonstration und dann nach Hause. Und für die nächsten Tage viel Erfolg. Nehmt bitte Flyer mit für die Veranstaltung am Samstag. Hier links, wenn ihr rausgeht, am Stand Flyer mitnehmen. Und wenn ihr keinen habt, sagt es weiter, euren Bekannten oder macht einen Aushang an eurem Fenster. Guten Abend.